Das Schicksal kann einem grausam mitspielen. Selbst jenen, die in die Zukunft blicken. Ja, vielleicht gerade denen. Doch wie hätte ich, Madame Boistrella, ahnen können, dass mein Denkmal zu seiner Lobpreisung der Turm der Verlorenen zu einem Grab werden würde. Doch war mir das Schicksal wohl nicht ganz abhold, denn die mächtigsten Helden der Galaxie hatten mein Rufen erhört. Als ich enthüllte, dass Viserys Schergen den Turm eingenommen hatten, sprach Bipo von Türen, Schlössern und Sicherheit, doch ich hörte nicht zu. Aber das Schlimmste wussten wir noch nicht. Unser lieber Freund Sponny war im Turm gefangen. Einst hatten unsere Helden Sponny vor Miseras Ahnen gerettet, dem Megabug. Doch nichts hatte sie auf das vorbereitet, was sie nun erwartete. Hört gut zu. Also, unser Freund Sponny befindet sich irgendwo oben auf dem Turm der Verlorenen, dessen Regeln für Nichtsehende wie euch rätselhaft bleiben. Seht hinter mich! Bald werden Portale hinter mir erscheinen. Sie führen verschiedene Schlachtfelder, auf denen euch unvergleichliche Kämpfe erwarten. Siegt und ihr werdet belohnt. Werden. Misstraut allem! Der Turm der Verlorenen ist unvorhersehbar. Nicht alle Helden, Sparks oder Items sind sofort verfügbar. Ihr müssst erst Schlachten bestehen. Wenn ihr es irgendwie bis zur Spitze des Turms schafft, werde ich, Madame Boistrella, euch persönlich belohnen und ihr rettet Sponny vor der sicheren Verhängnis. Beeilt euch! Wie soll euch euer Verhängnis ereilen? Im Rahmen einer entspannten, durchschnittlichen oder anspruchsvollen Erfahrung? Ja, ich glaube, wir nehmen da entspannt. Sehr gut. Leider ist der Kauf von Teamheilungen wegen Streitigkeit mit Rabattport derzeit ausgeschlossen. Aber ihr könnt euch es auch jederzeit anders überlegen. Öffnet euer inneres Auge. Nun schaut in die Kristallkugel und wählt euer Schicksal. Und solltet ihr drinnen Selfies machen, vergesst nicht, sie in den sozialen Medien mit einem Hashtag zu versehen. Ja, ja, mach ich schon. Guys, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario & Rabbids Sparks of Hope Tower of Doom. Ganz genau. Wundert euch nicht, falls sich meine Stimme ein bisschen anders anhört. Ich bin leicht krank tatsächlich. Ich habe auch tatsächlich einen Hoodie an. Das ist sowas, das sieht man bei mir gar nicht, selten bis gar nicht. Deswegen, ja. Ich würde sagen, wir starten direkt ohne groß rumzureden rein. Der DLC erschien heute Morgen und jetzt um 18 Uhr hoffe ich, kommt die Folge. So, bei Rabattbot können wir aber nichts kaufen. So viel dazu. Ach nee, keine Teamheilung, genau. Okay. Team können wir uns nicht aussuchen, wenn ich das soweit richtig verstanden habe. Okay, wir haben die Guys hier. Alle auf Stufe 1. Bitte was? Bitte was? Wait a moment. Das ist ein komplett, in Anführungszeichen, neues Game jetzt? By the way, warum ich hier so ein bisschen schief sitze, der Controller ist maximal leer, also komplett. Der hat nicht mal geleuchtet. Und ja, also, sagt Augie, dass der Kundenservice-Hotline... Oh, muss ich mich entscheiden? Oh, okay, wir können uns jetzt entscheiden. Zwischen unheilvoller Mut und der böse Blick. Aber wenn ich das richtig sehe, dann gibt es rechts mehr Belohnungen als links. Es gibt 2 Sparks mehr. Aber eine Powerkugel weniger. Ja, okay, wir gehen links hin. Komm, wir gehen links hin. Wegen der Powerkugel. Wie rennt man? Ich habe das Spiel ewig nicht mehr gespielt. Es tut mir an der Stelle wirklich leid. Falls ich mich heute nicht ganz so gut anstelle wie sonst. Unheilvoller Mond.
Dann finde ich den Mond gar nicht so unheil, weil Mond kann echt krass aussehen. Team verwalten. So weit kenne ich das Spiel jetzt aber auch schon. Wir steppen direkt mal hier rein. Und was kannst du? Was machst du? Alle waffenbasierten Angriffe fügen 42 bis 54 Elektroschaden zu und haben den Schock-Super-Effekt. Joa, brauche ich das? Ich weiß es nicht. By the way, ich habe hier ein bisschen grün. Wundert euch nicht, dass das durchsichtig ist. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. So, ich würde sagen, wir... Ich muss mich erstmal ein bisschen zurechtfinden. Ich kann ja mit ihm hier kann ich normalerweise so Stampf... Nee, das war Mario, der Stampfattacken machen konnte. Natürlich bin ich professionell vorbereitet. Kann ich hier einen Dash rausholen? Let's go, saftig, sonst was. Da ich mir zu 100% sicher bin, dass die beiden das schaffen, stellt sich Rabbit Peach einfach mal hier hin. Boah, imagine hier oben was. Aber hier oben ist halt noch ein anderer Gegner, gell? Nee. Hier hin und hier reinballern. Let's go. Oh, ich habe das Spiel vermisst tatsächlich. Ich freue mich auf weitere DLCs. We will see what's going on in the next time. Viel zu leicht. Und Luigi, du hast doch die Schnipper. Bitte triff. Das wäre so traurig, wenn du nicht treffen würdest. Vor allem auch wegen der Animation. Let's go. Was kannst du? Windstoß. Raserei. Ah ja. Und natürlich auch die Heldensicht. Oh yeah, thanks, Doc Luigi. Die ziemlich eine große Range hat, die sollten wir auf jeden Fall zünden. Die Animation kennen wir natürlich alle schon. Und so. Ich glaube, hier kommt erstmal niemand in die Range rein. Deswegen gebe ich den Zug ab. Wir schauen mal, was die Freundlichen, die Freundlichen bei den Gegner machen. Hier ist Kamek. Ist das der Kamek oder nur ein Magikooper? Man weiß es nicht. Aua. Das war eindeutig, zweideutig. Machen wir weiter. Hört doch auf. Junge, Charles Martinet ist aber im Studio, glaube ich, auch erstickt dabei. So klingt das zumindest. Charles Martinet ist, by the way, der Sprecher von den Main-Charaktern. Mario und Luigi, Wario und Waluigi. Waluigi weiß ich gar nicht, das kann sein. Also auf jeden Fall Wario, Luigi und Mario. Die spricht der sehr freundliche Kollege. Laufen. Ach, wir können ja hier nicht schneller laufen. Der Wadawang, Wadawang. Kamek ist doch da unten. Ja, gar kein Problem. Ich stehe ein bisschen sehr nah an diesem Feuerring. Ja, weiß ich nicht. Wenn ich... Ja, smart, smart. Der ist smarte. Der ist ja super. Ist wunderbar. Wusch. Wohohoho. Krass wäre natürlich... Nee, je näher ich bin, desto weniger Schaden mache ich. Also, treffe ich beide von hier nicht. Aber ich könnte doch, wenn ich mich hier hinstelle, sowas von auf den vorderen schießen. Und mit Luck ist er sogar down. Hey, let's go. Was hat sie für einen Spark? Hier? Der Held wird für einen Zug unsichtbar. Ah, ja, okay. Man kennt's. Guys, falls ihr die Haupt-Let's Play-Serie nicht gesehen habt, empfehle ich euch, sie auf jeden Fall abzuchecken. Ist bestimmt oben auf dem i verlinkt. Das Game ist mega krass, hat aber meiner Meinung nach viel zu wenig Verkäufe für das, was es kann. Also das Game verkauft sich richtig schlecht tatsächlich. Und ich kann jedem nur empfehlen, unten in der Videobeschreibung bei Instagaming vorbeizuschauen. Da gibt es das sogar richtig, richtig günstig immer. Und da könnt ihr euch das Game auch nochmal gönnen. Genau, und dabei unterstützt ihr mich auch noch, ohne mehr zahlen zu müssen. Ist das nicht der krasseste Deal of all time? Ich mache ja weniger Schaden mit Luigi. Aber ich kann Luigi für meine bösen Machenschaften ausnutzen, zu fliegen. Genau, mit B kann man direkt loslassen. Auch was ich ein bisschen spät gelernt habe. Man kann aber tatsächlich mit B den Flug abbrechen. Münzensport, keine Ahnung, was das ist. Oh mein Gott. Ich versuche mich hier richtig zu konzentrieren.
Hier spawnen die Coins. Okay, okay. Ich weiß auch nicht so ganz, wofür wir die Coins haben. Aber ich versuche natürlich, alle mitzunehmen. Ah, jetzt sind da noch welche gespawnt, aber ich wollte da nicht mehr hin. Ich wollte jetzt... Ah! Nein! Ah, 1 Zentimeter stehe ich noch davor. Ist okay, 301 Coins. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Passiert da noch was? Let's go, überspringen ist doch ein Ding. Ich muss jetzt nochmal alles kurz von vorne spielen. War nicht so schlimm, ging relativ schnell. Gar kein Stress. So, dafür haben wir goldenes Prisma, ein Fertigkeitenprisma und ein paar Sternteile erhalten. Das doch wunderbar. So, ich würde direkt sagen, machen wir direkt weiter. Ich weiß gar nicht genau, was kommt. Wir werden sehen. So, als nächstes haben wir tatsächlich 3 zur Auswahl. Wieder den unheilvollen Mond. Da würden wir Bowser freischalten, der ein sehr stronger Gegner ist. Wir hätten den Unglücksstern, wo wir, ja, so ein bisschen was bekommen. Wir hätten den bösen Blick, wo wir eine Karte, also das hier, bekommen. Keine Ahnung, was das ist. Boah, schwierig. Ich hätte gerne Bowser. Ja, komm. Wir holen Bowie. Wir holen Bowie in unser Team. Stopp. Kann ich nicht erstmal mein Team ein bisschen ready machen hier? Ich habe doch 3 gesammelt. Oder nicht? Hä? Ich habe clearly, mein Reward waren 3 dieser Fertigkeiten-Dinger. Okay, okay. Es ist, dieser DLC ist komplett buggy. Was ist das denn für ein Scam? Also das ist schon unfair. Oh, Bro, was ist das denn? Ja, dann halt nicht. Das ist okay für mich. Das ist completely fine. Yeah. Sehen wir's durch. Also das ist halt schon Scam. Nimm es. Okay, Hauptsache die 3 sind hier schon mal weg. Und dann kommt falscher Dude. Mike, warum kommt ihr denn da nicht hin? Also das ist ja auch Betrug. Das ist ja auch Betrug. Ich will so landen, dass ich noch hier hochlaufen kann. Eben. Ich kann mit ihr nicht dashen, bin ich dumm? Also ja, weiß ich, aber ich bin ja schon... bisschen lost. Aber mit Luigi kann ich diesen freundlichen Kollegen hier dashen und nach da hinten werfen. Hey, Luigi macht mehr Damage von weiter Distanz, deswegen ist Luigi jemand, der sich hier hinstellt und versucht, diesen Kollegen da oben zu treffen. Ja, let's go. Der ist down. Wunderbar. So muss das Ganze hier. Ist das nicht schön? Und du stellst dich hier hin, feuerst hier einfach rein. Er ist down. Haben wir alles richtig gemacht. Das war gut so. Okay, mit Rabbit Peach können wir straight up hier hochlaufen und sogar einen Team-Jump machen. Aber wo ich mich da am besten hinstelle, weiß ich noch nicht. Aber ich schätze mal, ich mache einfach diesen hier und gehe da ganz schnell weg. Nein, Luigi hat Damage genommen. Ach, Mann. Schade. 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 Aber hier... bisschen... Oh, ich kenne halt die... Bipo? Dankeschön. Ich kenne halt die Range von dem Fass nicht. Nee, ich stelle mich lieber hier hin. Und ball auf diesen Kollegen. Ah, mein Hals tut jetzt schon weh. Nach 15 Minuten Talken. Ah, ist nicht so gut. Nicht so... Bitte bewegt euch in meinem Radius einmal. Let's go rein, da mal gucken, was die Gegner so machen. So, er läuft natürlich hier rum und wird wahrscheinlich Rabbit Peach angreifen. Trifft mich aber nicht sauber. Sehr schön, finde ich gut. Ja. Luigi nimmt die komplett raus und er wird wahrscheinlich auch auf Luigi ballern. Das war obvious, das war obvious. Aber dafür können wir jetzt finishen, oder nicht?
Nee, hä, ich nehme da Luigi. Der macht hier den Dash. Stellt sich schön weit weg hier. Und nimmt ihn raus. Luigi macht nämlich mehr Schaden, wenn wir weiter weg sind. Je näher wir kommen, desto weniger Schaden macht er. Hä, wir müssen noch einen nachher, den hier oben. Lost. Der mich getroffen hat. Wunderbar. Werde ich das Coin-Ding wieder versuchen? Wir werden. Let's go. In der Hoffnung, es klappt diesmal. Ja, das ist ja aber auch schon ein bisschen unfair gewesen, dass das Game einfach dann gecrashed ist. Wenn es jetzt wieder passiert, werde ich das immer skippen. Aber... Also ausgereift ist auf jeden Fall anders. Wie soll ich da hochkommen? Oh, ich weiß, wie Teamsprung. Okay. Zeit abgelaufen. Und jetzt geht's weiter. Ach, komm. Das war vorher wahrscheinlich einfach nur eine Fapo. Das nicht funktioniert, das ist doch schön. So, Guys. Wir bekommen ein weiteres Mal ein paar kleine Dinge. 2 Prismen. Und Bowser und ein paar Sternteile. So. Haben wir die Prismen jetzt oder nicht? Ich denke eher nicht, weil das Game ist weird. Bowser schließt sich dem Team an. Weiß ich nicht, ob ich mir da jetzt so sicher bin. Habe ich jetzt wenigstens... Ne, wir haben immer noch keine Fertigkeitspunkte. Können wir bitte mal festhalten, dass das überhaupt, dass das eine komplette Lüge ist? Bowser hat gar keinen Waffenskin. Bowser tauscht aus gegen... Ja, Luigi hat am wenigsten Leben, gell? Ja, komm. Wir nehmen Bowser instead of Luigi rein. Beschweren uns, dass wir die Fertigkeitspunkte nicht nehmen können. Bowser bekommt noch einen Spark zugewiesen. Ja, warum nicht den hier? Ist ja egal welcher. Wir haben noch keine krassen Waffenskins. Ja, aber das sieht wack aus. Dafür habe ich extra bezahlt in der Ultra-Deluxe-Version. Das sieht wack aus. Okay. Wir gucken, was es gibt. Nochmal den unheilvollen Mod, nochmal den Unglückschirm und nochmal den bösen Blick. So, was lohnt sich am meisten? Ich werde jetzt nicht mal auf die Fähigkeitskugeln gehen, weil obviously bekommen wir die nicht, weil das Game komplett verwachst. Das letzte ist, seht ihr über mir, Stufe 4. Wir sind aber erst Stufe 3. Deswegen würde ich die Mitte nehmen, weil wir da am meisten Beute bekommen. Also da bekommen wir einen Spark, einen Schleimspark, der nicht schlecht ist. Item, was ich gerade nicht weiß, was tut und ziemlich viele Sternteile. Wir nehmen die Mitte. Den Unglücksstern. Let's go, rein da. In der Zeit kann ich was trinken. Vielleicht nicht die schlauste Idee, krank auf. So, wir müssen diese Finsterzeit-Augen besiegen. Das sollte doch gar kein Problem werden. Da wir vor allen Dingen nur die besiegen müssen, ist ja mega entspannt. Let's go. Das heißt, ich werde mich auch hauptsächlich nur auf diese dann auch konzentrieren. Ne, Bowser hat einen Explosionsradius. Es wäre gut, wenn Bowser nach hier oben gehen würde. Ach, dashen war ja nicht, gell? No, ich treffe immer nur eins. Hier treffe ich. Wie viel treffe ich hier? Alle 3? Ah, schade. Hier treffe ich die 2, hier treffe ich die 2. Ah, 3 sind nicht möglich. Außer vielleicht... Nee, leider nicht. Nee, aber wenn dann die vorderen 2, weil die hinteren 2 kann man dann in der nächsten Runde auch noch rausholen. So, da ja... Rebella noch eine Runde unten bleiben wird, kann sie sich um die hier unten kümmern. Und Rabbit Peach kann ja schon mal nach hier hinten gehen, ein bisschen aufräumen. Ich werde ganz bestimmt nicht Gegner angreifen, weil meiner Opinion ist es ein bisschen unnötig. Deswegen, ja. Robo Koopas natürlich in-game innen drin. Warum lauft ihr nach da hinten?
Hör doch auf damit. Warum? Hä? Es macht gar keinen Sinn. Dass sich der Typ vor mir bewegen wird, macht das ja auch Sinn. Und das wäre mein Zug. Ich hoffe, die Gegner machen irgendwas Gutes. Und machen nicht kompletten Müll. Immerhin einen besiegt. Das war mein Ziel, wunderbar. Bisschen Feuerschaden. Bowser hat am meisten Leben, da interessiert das gar nicht. Er wird auf Rebella ballern, das war obvious. Und die hier oben werden sich auf Bowser? Echt? Okay. Alter. So. Dash. Aha. Down. Können wir jetzt diese Runde schon beenden? Ey, ich hoffe. No Ray. Let's go, beide down. Wichtig. Weil da kann Rabbit Peach jetzt den letzten links rausnehmen. Hier steht er doch. Ist das der letzte? Ja. Wunderbar. Let's go. Ja. Haben wir gut gemacht. Jetzt kommen wir zum Münzensprint-Sport. Let's go. Oh, hier hinten sind voll viele gespawnt, wenn ich das richtig gehört habe. Mega stupid. Oh, hier sind auch noch ziemlich viele. Was die Coins mir bringen, weiß ich noch nicht. Ich habe bisher noch nichts bei Rabattbot gekauft. Oh, die letzte Coin noch mitgeholt. Schlacht gewonnen. Erreichen wir Stufe 4? Let's go. Ich bin immer für Selbstoptimierung. Ich auch. So, wir bekommen Sternteile und Immunitätszauber. Fertigkeitspunkte sehen wir ja nicht. Finde ich auch super. Ich weiß nicht. Das finde ich ein bisschen wack. Das hätte man... Also... Weiß ich nicht. Ihn hier hätte ich gerne im Team bei Bowie. Und da ich den ja auch in meinem Main-Game ziemlich lange benutzt habe, würde ich ihn auch gerne füttern. Ist die Fütteranimation neu? Die ist auf jeden Fall anders, oder, Guys? I guess. Ja. Und die anderen beiden erstmal noch nicht. Okay. Achso, haben wir Sternteile bekommen? Wie heißt das? Fertigkeitsteil? Natürlich nicht, nein. Okay, schauen wir direkt nochmal hier rein. Ich will wissen, was diese Karten bedeuten. Ganz links haben wir so eine Karte. Bei Belohnungen an zweiter Stelle. Aber da müssen wir halt Stufe 3 sein. Wir könnten Mario getten. Ist Mario krasser als Rabbit Peach? Ja, safe. Dann müssen wir eigentlich die Mitte nehmen. Auch wenn links natürlich die krasseste Ausbeute ist im Allgemeinen. Wir nehmen die Mitte. Wir nehmen die Mitte. Und hoffen auf was Gutes. So, ist erstmal so eine entspannte Wiese. Ich skipp das Ganze. Und wir starten direkt rein. Falls ihr wisst, woran dieser Bug liegt, dass wir keine Bälle aufheben können, also keine Powerkugeln, Skillballs, I don't know their name. Beat the schreibt das. Das wird es vielleicht auch ein bisschen einfacher machen für die kommenden Folgen. By the way, ja, ich habe gerade 3 Let's Plays und ein 4. aufwendigeres Projekt am Laufen, ja. Es ist komplett dumm. Verfolgt er uns? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen.
Ja. Das heißt, ihn müssen wir auf jeden Fall rausnehmen. Weil er uns gefährlich werden kann. Yeeha! So. Ne, ich wollte eigentlich Bowie gucken, ob der was machen kann. Nee. Also doch, natürlich. Ich kann auch so ein paar Robo-Dinger fahren lassen. Also, so war das jetzt nicht geplant. Ach ja. Bringt nichts. Und das hier auch nicht. Okay, ich gebe den Zug ab. Und wir lassen Herrn Kollege Katze mal näher kommen. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Grobiane heißen die. Ich glaube, die heißen in dem Game anders. Not so good. But okay. Dashen. Rabbit Peach. Dashen. So geht das. So geht das. Woher kommt die Stimme? Es fällt mir erst jetzt auf, oder es ist mir wahrscheinlich schon mal aufgefallen, aber die Stimme kenne ich irgendwoher. Und bitte schreibt nicht in die Kommentare, dass das die Stimme von Rabbit Peach aus Mario & Rabbids ist. Boah, wisst ihr, was heute passiert ist? Heute wurde ein newer Video von mir gesperrt wegen Musik. Ein newer Video von über einem Monat. Das fand ich dann auch angenehm tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich sehr nett, dass man einen Monat später nochmal ein Video sperren muss. Jetzt habe ich die Stelle halt stumm geschalten. Was dumm. Ja, dann baller ich auf ihn hier. Also, das fand ich auch ein bisschen unfair. Vor allem, weil am Anfang stand halt noch dran, ja, das ist okay, da passiert schon nichts. Der Inhaber erlaubt diese Inhalte auf YouTube überhaupt. Jetzt wird es gesperrt, finde ich schön. Erstmal Einspruch einlegen. So, das Coin Race. Bip. Oh, jetzt stelle ich mich ganz bad an gerade. Man kann wirklich rennen. Ich weiß nicht, wie ich hier runterkomme. Hier? Ja. Ja, okay. Ja, das ist ein schlechter Run, guys. Okay. Wenigstens eine Coin noch, let's go. Ja, man hätte... Ja, oben waren noch welche da hinten. Die habe ich natürlich nicht gesehen. So, Stufenaufstieg. Wunderbar. Und 510 Sternteile und natürlich Mario freigeschalten, der natürlich sofort eingetauscht wird. So. Kann es sein, dass sich die Location ein bisschen verändert hat? Es gibt auch nur noch eins da vorne. Das ist weird. Aber was das genau ist, Guys, schauen wir uns morgen an. Ja, tatsächlich kommt morgen direkt schon die zweite Folge. Guys, lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und ein Like, wenn euch die Folge gefallen hat. Das würde mir helfen. Das würde mich wieder ein bisschen gesünder machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Ciao, ciao, Leute.